Zusammen und willkommen zurück zu Let's Play Satinavs Ketten. Ihr habt vielleicht gemerkt, dass es die letzten zwei Tage keine neue Folge gab. Das lag daran, dass ich ein bisschen erkältet war und das macht einfach keinen Spaß, eine Folge aufzunehmen, wenn man alle 5 Minuten die Nase putzen muss. Ich hoffe mal, dass das jetzt inzwischen wieder geht. Ich habe ein bisschen vergessen, was ich eigentlich tun möchte. Wir wollen dieses Auge hier ablenken, aber ich weiß nicht mehr, was ich genau schon alles probiert habe. Ich weiß jedenfalls, wir haben jede Menge nutzloses Zeug eingesammelt. Hier Lampenöl, Öllampe, das wir nicht kombinieren können. Leider fehlt der Docht. Anzünden lässt sie sich nicht. Und als Gefäß taugt sie auch nicht viel. Genau. Die nutzloseste Öllampe aller Zeiten. Dann haben wir eine versteinerte Fledermaus, eine Libelle, einen Pilz, eine Spuckpflanze, einen löchrigen Stiefel, einen Spaten, eine Axt, ein Prisma, Netzaufzeichnungen, Feuerstein und ein Messer und natürlich die Fähigkeit, Sachen zu reparieren und Sachen kaputt zu machen. Na, Sachen kaputt zu machen haben wir schon lange nicht mehr benutzt. Der Spiegel ist aus Metall. Oh, einer dieser Spiegel. Ist das noch irgendwas, was wir hier kaputt machen können? Ja, die versteinerte Frau wohl kaum. Ich denke mir, ich gehe einfach mal nochmal nach drüben und schaue, dass ich hier nichts verpasse. Hier ist natürlich noch Löcher, wo ich den Spiegel vielleicht auch reinstecken kann. Und ich schaue auch mal nochmal oben vorbei. Einfach nur, weil ich wieder raus kann, muss ich vielleicht oben noch irgendwas machen mit dem neu gefundenen Zeug. Ach, diese Idylle. Das Irrlicht ist noch da und das Boot. Das Boot ist noch weiß, interessanterweise. Vielleicht muss ich hier tatsächlich noch irgendwas machen, aber vielleicht fahren wir damit auch nur später einfach weg dann. Gar nicht einfach, eine zapplige Fee auf einem durchlöcherten Ruderboot durch die Klagesümpfe zu bringen. Abenteuerliche Fahrt. Oh, jetzt ist es grau. Dann haben wir hier oben wirklich alles abgearbeitet. Und ich mag immer noch diese Schildkrötenstatuen hier. Sind doch sehr, sehr schön. Eine Pfauenskulptur, die den Laser verschießt. So, ich teste mal, ob ich den Spiegel wieder mitnehmen kann. Wenn ich das kann, dann muss ich ihn nämlich vielleicht umstecken. Aber ich glaube, ich kann gar nicht. Nein, ich kann in der Tat nicht. Tja, es wird also Zeit zu kombinieren. Natürlich nicht. Wir können nicht die Libelle einstäuben und dann die eingestäubte Libelle ins Auge schicken. Unsinn. Wie weit er rennen musst du, um mir zu sagen, dass das Unsinn ist? Das führt zu nichts. Es wäre auch Tierquälerei. Nicht, dass uns das interessieren würde. Wie ich das Gefühl habe. Riesenwurm. Was bringt uns der Riesenwurm? Er ist ganz hohl, wie ein steinerner Schlund. Ah, natürlich. Das ist eine Art Kanone hier, mit der wir das Zeug einfach rausschießen wollen. Das ist doch gar nicht mal so dumm. Der Kopf der Pflanze schaut jetzt durch den Schlund geradezu auf das Auge. Genau, unsere Kanone ist also schon halb fertig. Zweitens brauchen wir irgendwas, was das Zeug jetzt abfeuert. Also, ja, eigentlich irgendwie Druck oder so. Für einen feuerspeienden Drachen wird es leider nicht reichen. Ja, das dachte ich mir, dass das so einfach nicht wird. Unsinn. Fledermaus ist ja versteinert. Was kann man mit der noch tun? Hm? Nein. Man kann jedenfalls nicht die letzte Ölung verpassen. Das Zeug liegt da drin. Okay, das war auf jeden Fall richtig, denn es kann uns nicht wieder rausnehmen. Immerhin müssen wir dieses Ungeheuer nicht mehr fürchten. Was kann ich denn jetzt da reintun, um das Ganze dann abzufeuern? Bringt der Stiefel irgendwas? Ach nein. Nee, war ja klar. Tja, was kann der Pilz? Wenigstens ein Pilz hat überlebt. Kann der irgendwas? Keine Zeit für Experimente. Ich würde ihn gerne essen, aber das geht nicht. Die ist schon heil, ne? Ich kann tatsächlich zaubern. Wow. Ah, den löchrigen Stiefel können wir natürlich heil machen. Loch bleibt Loch. Oh, echt? Können wir ihn weiter zerlöchern? Schon kaputt. Ja, ja. Das hilft auch nicht weiter. Meine Kraft wirkt nur auf tote Dinge. Oh, wir können sie wieder zerbrechen. Sie ist zerbrochen.
Aber ich glaube nicht, dass das du wolltest. Das kann ich jetzt bis zur Erschöpfung wiederholen. Aber was brauche ich da noch? Oh, kann ich eigentlich das Prisma zerbrechen? Ich muss das Ziel im Auge behalten. Oh. Ja, gut, wir brauchen eigentlich ein Feuerchen. Ach so, wisst, das reicht schon. Dazu müsste es zerbrochen sein. Was? Was? Was muss zerbrochen sein? Dazu müsste es zerbrochen sein. Wovon redet er eigentlich? Was muss zerbrochen sein? Das sah doch jetzt eigentlich super aus. Das schießt hier voll. Dazu müsste es zerbrochen sein. Verstehe ich nicht. Darüber findet sich in den Schriften nichts. Dazu müsste es zerbrochen sein. Keine Zeit für sowas. Unsinn. Ich würde es gerne. Für einen feuerspeienden Drachen wird es leider nicht reichen. Ich will doch eigentlich nur ins Auge schießen. Hat das jetzt noch nicht gereicht? Ich drehe nochmal den Pfau. Mein lieber Pfau. Dann schaut das Vieh dahin. Dann können wir uns am Lampenöl bedienen, was wir aber eigentlich schon getan haben. Gibt es noch irgendwas, was wir ölen wollen? Leider fehlt der Docht. Und als... Ja, ein schreckliches Gefäß. Nee, also da wollen wir eigentlich doch gar nichts mehr machen. Ich rede mal mit Nuri. Vielleicht hat die eine tolle Bitte Idee. Bitte sei vorsichtig. Du auch. Ach so. Da muss doch noch irgendwas hin. Da... Wenn ich jetzt gerade raus will... Genau. Kann es mir helfen? So, jetzt schaut es auch gerade dahin. Jetzt müssen wir das Ding irgendwie auslösen. Was packen wir in diese Löcher? Wie wär's mit dem Prisma? Geht nicht. Ein Beil? Zu groß. Zu groß? Das heißt, wir sind nah dran, oder? Zu groß. Zu groß. So nicht. Da bin ich leider etwas ratlos. Ich muss dringend mal wieder schlafen. Öl da rein wird ja auch nichts bringen. Genau. Das schießt dahin, da muss eigentlich ein anderer Spiegel hin oder sowas. Das lässt sich nicht schneiden. Irgendwas muss in diese Löcher. Geht nicht. Tja, aber da bin ich wieder mal vollkommen ratlos. Das lasse ich. Es macht eigentlich nichts davon Sinn, aber mir fällt nichts anderes ein. Das ist nämlich das Problem. Und wozu habe ich den Pilz? Ich muss das Ziel im Auge behalten. Hilf mir, Fex. Genau, jetzt geht er nicht raus, weil das Ding ja hinschaut, aber... Ach so, können wir vielleicht... Okay. Dreh nochmal auf das Ölding. Wunderbar. Können wir vielleicht den Spiegel hier irgendwie... Natürlich nicht. Okay, natürlich nicht. Ich dachte, wir können ihn irgendwie abdecken, damit er nicht mehr reflektiert, aber andererseits brauchen wir den wahrscheinlich auch irgendwie noch. Hä? Ich check es gar nicht. Vielleicht wollen wir ein dauerhaftes Feuer in dem Wurm oder sowas? Aber das habe ich doch alles schon probiert. Okay, ich mache jetzt einfach mal Folgendes. Ich mache die... Kombinationshilfe an, damit die mir anzeigt, ob ich... Genau, wenn mit einem Gegenstand aus dem Inventar auf ein anderes Objekt im Raum gezeigt wird, gibt ein leuchtender Mauszeiger an, ob die entsprechende Aktion von Erfolg gekrönt sein wird oder nicht.
Das hätte ich gern, weil dann funktioniert das Kombinieren vielleicht etwas schneller. Ich probiere einfach jetzt gerade mal, dann müsste das ja hier irgendwie leuchten, wenn das so funktioniert. Ja, da leuchtet nichts. Das Messer mit nichts. Ist nicht. Okay, wie steht's um die Öllampe? Irgendwas? Sieht nicht so aus. Weil ich denke, ich brauche gerade wieder so dieses eine Objekt, um eine Idee zu kriegen, was ich tun möchte. Wir können ja gerade mal ausprobieren, wie das Leuchten aussehen muss, weil Feuerstein und Zunder funktioniert zwar mit nichts in unserem Inventar, aber sollte ja mit... Genau, ah ja, ja, so leuchtet das hier außenrum. Okay. Die Aufzeichnungen bringen uns hier nichts. Ja, das ist jetzt nicht so der spannende Teil des Adventure-Spielens, aber ich habe keinen Plan, was hier so gerade schief geht. Wir haben die tolle, großartige Kanone, die wir jetzt gleich abfeuern werden natürlich, um das Ding zum Jucken zu bringen im Auge. Und wenn es im Auge juckt, dann wird es die Augen zumachen und dann können wir vorbeischleichen. Das ist jedenfalls der großartige Plan, der aber so einfach nicht funktionieren möchte. Das Prisma geht mit nichts. Die Axt geht mit nichts. Der Spaten. Nope. Der Stiefel, der Pilz, die Libelle, Fledermaus. Anzünden lässt und das Öl. Hm. Ja. War ja jetzt großer, großer Erfolg. Nämlich haben wir herausgefunden, dass absolut nichts funktioniert. Auch hier kein Leuchten, keinerlei Leuchten. Ach ja, so ist das eigentlich ganz angenehm, wenn man hier fast durchscrollt, bis irgendwas leuchtet. Tut ab. Ah! Moment, was? Ach, da war Glas vorne dran. Okay, ja, das habe ich überhaupt nicht gecheckt. Das habe ich einfach nicht gesehen. Das hat er also gemeint mit, wenn es zerbrochen wäre, wäre es besser. Ja, okay. Ich so, hat er das gesagt? Immerhin habe ich seinen Schutz zerstört. Moment. Okay, weil ich ja bis jetzt überhaupt nichts geschafft habe, lade ich gerade einmal nochmal. Weil ich nur wissen will, ob er das erwähnt hat, dass da ein Schutz vorne dran ist. Wenn man sich das anschaut. Eine Linse aus Glas schützt das Auge. Tatsache. Und ich habe das tatsächlich nie angeschaut. Hm. Ja, okay. Dann bin ich natürlich selber schuld. Also, Spuckpflanze rein. Der Kopf der Pflanze schaut jetzt durch den Schlund geradezu auf das Auge. Kaputt machen. Und... Ich habe Feuer. Endgültig den Verstand verloren. Ja, okay. So einfach kann es sein, wenn man sich halt doch mal alles anschaut. Der Weg ist frei, aber der Höhleneingang ist grau. Nuri! Bitte sei vorsichtig. Du auch. Ist sie mit dem V verschmolzen oder was ist hier los? Können wir da jetzt nicht, genau, durch. Oh, das ist noch ein weiteres Rätsel hier. Vielleicht kommt jetzt unser ganzer anderer Kram zum Tragen. Hier am Kopf fehlt irgendetwas. Apparatur? Heißt das nicht Apparatur mit A? Sonderbarer Mechanismus. Huch, was soll das denn alles bedeuten? Feen lieben Rätsel. Was habe ich erwartet? In solchen Rätseln war ich nie gut. Jupp. Feen lieben Rätsel. Was habe ich erwartet?
Na dann, also ich würde sagen, die erste M Möglichkeit, dieses Rätsel anzugehen, ist erstmal das Zahnrad zu drehen. Ich wette, das macht überhaupt nichts, genau. Sonderbarer Mechanismus. Okay. Das ist ja gut, dass ich die Kombinationshilfe noch anhab. Haha, so kann man alle Rätsel lösen. Yay! Okay, ich hätte jetzt erstmal versucht, alles Mögliche da drauf zu stecken, aber geht wohl nicht. Irgendwas muss in die Schalen. Okay, das ist jetzt, wenn ich das einfach alles durchscrolle, ist das ja fast zu einfach, oder? Keine Fledermaus in die Schale. Hey, das geht ja doch. Moment, was? Ah, ist die Kombinationshilfe wieder aus, weil ich geladen habe? Tatsache. Na, ja, dann lasse ich es erstmal so. Okay, Fledermaus, Libelle. So offensichtlich. Diese Rätselslösung ist ja wohl ganz klar. Und das Prisma ist der Schlüssel zu dem Ganzen. Ah, Ah, ein Symbol. diese Symbole haben irgendetwas mit den Schalen zu tun. Je zwei Symbole neben einer Schale. Okay. Hier brauchen wir einen Käfer und einen Je Vogel. zwei Symbole neben einer Schale. Hier brauchen wir Wasser und Feuer. Okay. Das kriegen wir hin. Vielleicht. Ja. Nein. Wett. Du sollst das Lampenöl hier rein und dann anzünden. Das ist sowohl Wasser als auch Feuer. Yes, das war wohl äußerst erfolgreich. Hier mit der Fledermaus. So, was war das andere hier? Mein Kopf ist leer. Mist. Mir fällt er. Hier brauchen wir Stein und einen Mond, eine Sichel. Okay. Schauen wir mal schnell, was wir noch so im Inventar haben. Na, natürlich ganz klar die versteinerte Fledermaus für Stein. Und das sieht eigentlich aus wie ein Je zwei Mond. Symbole. Ein zunehmender Mond? Genau, ein zunehmender Mond. Das bedeutet, was hat denn... Huch. Nö, ich wollte die gar nicht ersetzen. Was habe ich denn dabei, was mit einem Mond zu tun hat? Eigentlich ja nichts. Schauen wir erstmal noch das dritte an. Vogel und Käfer. Für Käfer würde ich die Libelle nehmen. Wer sagt's denn? Achso, fliegender Käfer, ja, natürlich. Das ergibt Sinn. Fehlt nur noch der zunehmende Mond aus Stein. Ich fürchte, die Fledermaus war es noch nicht so ganz. Geht nicht. Das war richtig. Habe ich nämlich nicht verstanden, warum. Fehlt vielleicht immer noch irgendwas. Okay, oder? Es leuchtet jetzt eigentlich alles. Prisma? Oha! Komm schnell, Nuri. Wir haben es geschafft. Nuri. Nein, der Rabe. Lange nicht gesehen, Geron. Du kommst zu spät. Das Feentor ist offen. Nuri wird nach Hause zurückkehren und du wirst sie nie wiedersehen. So viel Weisheit, so viel Voraussicht. Ich glaube, ich muss mich geschlagen geben. Ist er der Seher etwa selbst? Wer bist du wirklich? Ich hätte es mir denken sollen. Ich bin beeindruckt, wie weit du gekommen bist.
Es verblüfft mich immer wieder, wie aus Träumen Wahrheit wird, wie sich die Schicksalsfäden verknüpfen und ein neuer Schleier sich in die Zeit näht. Ich stehe an einem Ufer und ein Schatten nähert sich. Der Schatten wird zu einem Mast, der Mast zu einem Schiff und dann sehe ich sie, die Galeone der Zeit. Und an das Steuerrad gekettet, alles überblickend, Satinaf, den 13 gehörnten Giganten. Diese Harfe. Nori, wozu das alles? Was willst du? Ich will nicht sterben, aber du, Nachthaar, du wirst uns allen das Ende bringen. Genug davon. Du kannst nicht alles wissen. Das ist richtig. Aber weißt du denn, was du tust? Du bist bereit, deine Liebe bis in alle Ewigkeit zu verdammen. Sie unwissend in ihre Heimat zu schicken, wo es nichts für sie gibt als Einsamkeit und Schmerz. Warum? Moment, der belügt uns doch jetzt sowieso. Woher weiß der denn alles über ihr Feenreich? Wie? Moment, wir müssen jetzt entscheiden, was? Ja, dann gehe ich halt mit. Besser als hier zu bleiben mit dem dämlichen Seher. Nori muss zurück in ihre Welt. Es ist die einzige Lösung. Und ich werde mit ihr gehen, um sie zu beschützen. Nobel, Nobel. Hat sie dir denn jemals von ihrer Welt erzählt? Von dem Wahnsinn der Königin? Der Angst und dem Stillstand? Dem langsamen Sterben eines einst blühenden Reiches? Willst du ihr das wirklich antun? Ich habe deine Tricks ein für alle Mal satt. Nori, komm schnell. Fanglari wartet. Warum hörst du nicht auf mich? Warum hörst du nicht auf ihn? Du hast meine Warnungen in den Wind geschlagen. Nori, der Rabe ist der Seher. Ich habe deine Lügen satt. Du willst die Finsternis sehen, aus der ich gekommen bin? Nori, ich... Dann sieh! Bitte was? Das Ende. Wir haben es abgewendet. Kornklopfi, sei nicht mehr zornig. Wohin gehen wir jetzt? Ich bringe dich zur Harfe. Dort wirst du endlich wieder zaubern können. Bist du wirklich der Vogelmann? Ich bin's. Moment, was? Was hat der Rabe hier eingeflüstert? Geron loswerden, um Unheil abzuwenden, oder wie?